Gudrun Bennecke ist Architektin und, aber bevor sie das wurde, Soziologin und Landschaftsplanerin oder hat Soziologie und Landschaftsplanung studiert. Und sie setzt sich schon lange mit Fragen des ästhetischen Einflusses von Infrastruktur auf Landschaft auseinander. Und sie sagte mir, als wir telefoniert haben, und das fand ich interessant als Soziologe, dass es die Akzeptanzforschung sei, die sie aus der Soziologie vertrieben hätte. Das konnte ich ganz gut nachvollziehen, weil die Soziologen, wenn sie so eng verstanden werden, jeweils eingesetzt werden als Leute, sorgt mal dafür, dass Akzeptanz entsteht, und dann wird sozusagen nachträglich schon ewig lang, auch in der ganzen Techniksoziologie, dann müssen die Soziologen ran, viel zu spät, um nachträglich Akzeptanz zu schaffen. Das kann einem natürlich die Soziologie vergällen, kann ich ganz gut verstehen. Frau Bennecke ist Gründerin und Sprecherin des Facharbeitskreises Ästhetische Energielandschaften im Netzwerk Baukultur Niedersachsen. Sie ist Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Abt Jerusalem in Braunschweig und hat in dieser Eigenschaft gerade eine Tagung zu Windenergie und Landschaft durchgeführt, habe ich gesehen. Und sie stellt sich die Frage, haben wir überhaupt Gestaltungsspielräume? Und sie wird uns die Antwort gleich geben in ihrem Vortrag Enerscape, Ideen für eine Energielandschaft. Vielen Dank. Ja, Herr Götz, erstmal vielen Dank für die Vorstellung und die kurze Einführung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte jetzt noch ganz kurz was zu meiner beziehungsweise unsere Arbeit im Rahmen der Evangelischen Akademie sagen. Das heißt Wilfried Theilemann, das ist auch mein Mann und ich, wir haben vor 4 Jahren begonnen, einen Themenschwerpunkt aufzubauen, der heißt Energiewende vor Ort, Flächenbedarf und Landschaftsentwicklung. Und wir befassen uns, und wir befassen uns in erster Linie mit der Entwicklung der Energielandschaften im Großraum Braunschweig bzw. in der Landschaft um Braunschweig herum. Ja, wir haben damit vor 4 Jahren, also kurz nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima, angefangen. Und es ist eigentlich so, dass wir uns seit 4 Jahren in einem Urteilsbildungsprozess befinden. Wie können Energielandschaften aussehen? Wir wollten uns ursprünglich mit allen Energieträgern befassen, also mit den wichtigsten landschaftswirksamen Energieträgern, eben Windenergie, Freiflächen, Photovoltaik und Energiepflanzen, und mussten das dann aber zugunsten der Windenergienutzung stark zurückfahren, denn in der Region Braunschweig werden derzeit eine ganze Menge neuer Windenergiegebiete ausgewiesen, und das hat uns dann doch sehr gefordert, uns darauf zu konzentrieren. Also insofern ist auch dieser mein Vortrag ganz stark Windenergie bezogen. Ich versuche dann zwar zwischenzeitlich auch nochmal auf Fragen von Solarenergie einzugehen, zumal ja auch sich eine Entwicklung abzeichnet, über die noch wenig gesprochen wird, nämlich diese sogenannte Agrophotovoltaik. Das heißt, dass unter diese Photovoltaikanlagen mindestens 2 Meter hoch aufgeständert werden und drunter noch Gemüse oder sonstige Obst angebaut werden kann. Und das heißt, wahrscheinlich wird es ein genauso großes landschaftsästhetisches Problem werden wie die Integration von Windenergiegebieten in die Landschaft. So, jetzt. Also als wir angetreten sind, haben wir zwei Fragestellungen entwickelt. Zum einen, wie werden unsere Energielandschaften mit 100% erneuerbarer Energie aussehen? Und zweitens, wie können wir den Umbau der Energielandschaften
im Sinne einer Energiewende als Gemeinschaftswerk mitgestalten. Diese Fragen sind jetzt auch nach 4 Jahren unverändert aktuell. Also insofern steht diese Frage bei allem, was ich sage, immer mit im Hintergrund. 2 arbeitsleitende Hypothesen, die sich auch durch unsere Arbeit zieht. Die Gestaltung von Energielandschaften wird immer dringender, je mehr Maßnahmen umgesetzt werden. Und ich frage mich eigentlich ständig, wie viel Gestaltungsspielräume wir noch haben. Das versuche ich immer wieder zu überprüfen anhand der Zahlen, die immer wieder in den Raum gestellt werden. Zum Beispiel gibt es immer diese Formel, für Windenergie brauchen wir 2% der Fläche im Bundesgebiet, das heißt dann auch gleich für Niedersachsen, und im Zweckverband Großraum Braunschweig sind es dann auch immer 2%. Also warum taucht immer diese 2%-Zahl auf, obwohl wir ja ganz unterschiedliche landschaftliche Strukturen haben. So. Ja, und eine arbeitsleitende Hypothese ist, insbesondere in ländlichen Räumen, in denen sehr viele Ackerflächen sind, droht eben die Gefahr, dass diese ländlichen Räume so schleichend zu Abstellräumen für Windenergie und wahrscheinlich auch Photovoltaikanlagen werden. Das ist jetzt erstmal, und damit ja auch die Qualität von ländlichen Räumen als Wohn- und Lebensraum verloren geht. Eine andere Hypothese ist, es gibt viele Ansatzpunkte, um die Energiewende-Technisierung der Landschaft identitätsstiftend zu gestalten, eben unter der Voraussetzung, dass überhaupt noch Flächen zwischen einzelnen Windenergiegebieten vorhanden sind. Zur Gliederung meines Vortrages. Ich möchte einführend was zu den erneuerbaren Energien und zur Landschaftsentwicklung im Großraum Braunschweig sagen, das erklären, damit Sie den Hintergrund unserer Überlegungen verstehen. Und zwar im zweiten Teil möchten wir dann Entwurfsstudien von Masterstudierenden vorstellen, die in unserer Region durchgeführt wurden und die wir auch initiiert haben. Also wir sind auch an Hochschulen herangetreten und haben angefragt, ob sie bereit wären, Studien durchzuführen, damit wir einfach in der Diskussion, in unserer Region eine Diskussionsgrundlage haben, in welche Richtung sich Energielandschaften überhaupt entwickeln können und was das heißen könnte, ästhetische Energielandschaften. Ja, und dann ein kurzes Resümee zum Schluss. Ja, letzter Teil zu Braunschweig. Der Zweckverband Großraum Braunschweig besteht aus 5 Landkreisen und 3 kreisfreien Städten. Und ursprünglich habe ich immer gedacht, ja, das ist ja toll, dass es diesen Zweckverband gibt und die Kommunen auch diesen Zweck und Landkreise diesen Zweckverband beauftragt haben, ja, die Windenergie für eine große Region auszuweisen. Und habe gedacht, da hat man ganz viele Gestaltungsspielräume, man kann sich sehr gut überlegen, wie man in Korrespondenz mit unterschiedlichen landschaftlichen Räumen, mit unterschiedlichen landschaftsräumlichen Strukturen eben auch die Windenergiegebiete in die Landschaft setzt. So, das, um das mal vorwegzunehmen, mittlerweile denke ich, dass es ein sehr großer Raum ist und es für einen Zweckverband, der so eine große Fläche energiewirtschaftlich bearbeiten muss, der Bezug zu den lokalen Besonderheiten einer Landschaft dann doch verloren geht oder auf der Strecke bleibt. Der Zweckverband Großraum Braunschweig ist also Träger der Regionalplanung und eben Träger des Verfahrens zur Ausweisung für Windenergie. Und er entwickelt auch, also ist auch für die strategische Ausgestaltung der Energiewende zuständig. Und es wurde schon in 2013 ein Beschluss gefasst, dass man auf diese 100%-Perspektive in dieser Region hinarbeiten will. Also der Zweckverband ist ja so groß, dass er sich auch leisten konnte,
200% erneuerbare Energieszenarien zu entwickeln, die schon ziemlich fundiert sind, also große Studien im Hintergrund. Und ich will jetzt nur auf diesen einen Aspekt eingehen, nämlich wie der Flächenbedarf verhandelt wird. Und diese zwei Szenarien haben unterschiedliche Grundannahmen, nämlich wie viel Fläche braucht man, wenn man 60% des heutigen Energiebedarfs einspart und dann, wenn man 30% einspart. Und für die Windenergie heißt es für die Region 1,82% der Gebietsfläche bei 60% Energieeinsparung. Ja, die Freiflächen Photovoltaik, das ist offen gelassen worden, weil man da noch nicht so genau weiß, jedenfalls damals wusste man das nicht, wie viel Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen errichtet werden und dann wie viel freiraumrelevante Photovoltaikanlagen dann noch benötigt werden. Aber um jetzt auf die Windenergie nochmal zurückzukommen, ist ja so, es wird irgendwie ganz deutlich, wenn es gelingt, eben nur 30 und den Energiebedarf nur um 30% zu reduzieren, brauchen wir natürlich erheblich mehr Fläche. Und ich habe jetzt mir immer angewöhnt, auch die Zahlen nach dem Komma dahinter zu schreiben, weil nämlich es doch ein ganz schöner Unterschied ist, ob man zum Beispiel nur 1,5% eines Gebietes braucht oder 1,8%, das führt schon zu gravierenden Unterschied, weil man ja auch noch die jeweilige Siedlungsstruktur mit berücksichtigen muss. Dann gibt es ja immer, es ist immer ganz schwer, durch diese Zahlen, die da kursieren, durchzusteigen. Wenn man den Auftrag, also es ist in Niedersachsen so, nicht, dass die Windenergie nicht vom Land so stark vorstrukturiert wird, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein, sondern es ist praktisch, es gibt einen regionalisierten Flächenansatz, da wurde erstmal ein Diskussionsvorschlag gemacht, wie viel Windenergie die jeweiligen Regionen beisteuern müssen, damit das Ziel des Landes erreicht werden kann. Da gibt es erhebliche Unterschiede. Ich sage jetzt mal, wenn man die größeren Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg ausnimmt, dann ist es ungefähr so von 0,8 bis 2,1% der Fläche der jeweiligen Gebietskörperschaften werden dann für Windenergie benötigt. Also eine ziemlich breite Spanne. Also es steht jedenfalls als 100%-Ziel auch im Zweckverband Großraum Braunschweig diese 2,2% der Fläche im Raum. Und im laufenden Verfahren geht es jetzt darum, die Flächeninanspruchnahme von 0,6 auf 1,2% des Gebietes zu erhöhen. Sie alle kennen wahrscheinlich diese Verfahren, wie man zu diesen Flächen kommt, welche Flächen für Windenergienutzung geeignet sind. Das ist ein ziemlich komplexes Verfahren. In letzter Konsequenz spielt die Landschaft landschaftliche Strukturen eine untergeordnete Rolle. Auch wenn es ein Landschaftsbild gibt und was wichtig ist, ist eigentlich eine Negativplanung. Man sucht nach den Flächen, also ich glaube im Sinne auch von Herrn Kirchhoff, man sucht nach den Flächen, die möglichst wenig Schaden in der Landschaft, in denen die Windräder möglichst wenig optischen Schaden für die Landschaft anrichten können. Und wir meinen, dass man dieses Verfahren doch zur Diskussion stellen muss und dass man doch gleichzeitig auch eine Positivperspektive auf die Windenergieplanung entwickeln muss. So sieht zum Beispiel ein Landschaftsbildgutachten aus für die gesamte Region. Also damit kann ein Bürger erstmal relativ wenig anfangen. Und es ist, was ich schon gesagt habe, diese
Großräumigkeit ist bedingt so eine hohe Abstraktion, dass man daran eigentlich Landschaft, Qualitäten von Landschaft und wie das Zusammenwirken von Windenergie und Landschaft sich verhält, gar nicht diskutieren kann. So, und das ist jetzt ein Ausschnitt aus diesem Verfahren im Verbandsgebiet, das ist der Bereich. Sie sehen jedenfalls hier oben links Braunschweig, und das ist der Bereich des ostbraunschweigischen Hügellandes. Und das Orange, das sind die Gebiete, die bereits realisiert sind. Und das Gelbe sind die Flächen, die, wenn, also diese Auslegung hat stattgefunden, und wenn es jetzt klappt, werden diese Flächen dann demnächst offiziell verabschiedet, und nach diesem Plan würde dann diese Windenergie ausgebaut werden in unserer Region. Bemerkenswert an diesem Plan ist, dass man ja gar nichts von den landschaftlichen Strukturen erkennen kann. Und es ist auch ein grundlegendes Problem, nicht nur im ZEG-Verband Großraum Braunschweig, sondern auch in anderen Regionen Niedersachsens, dass Plangrundlagen, also die man im Netz findet, und eigentlich sind diese Verfahren ziemlich gut im Internet dokumentiert von einigen Landkreisen, dass man die landschaftlichen Strukturen nicht erkennen kann, und man fragt sich eigentlich, wie ein Bürger diese Aussagen überhaupt bewerten soll. Also wie kann sich ein Bürger mit solchen Plänen überhaupt eine Meinung in einen Urteilsbildungsprozess treten können? So, und wir von der Evangelischen Akademie haben den Versuch unternommen, diesen aktuellen Planungsstand nicht nur bezogen auf das ostbraunschweigische Hügelland, sondern auch bezogen auf die angrenzenden Gebiete in Sachsen-Anhalt in Beziehung zu setzen, damit man überhaupt mal so ein Gesamtbild von dieser Region bekommt. Aus der Sicht des Zweckverbandes Großraum Braunschweig gibt es eine Formel, die ich ganz schrecklich finde für diese Ecke. Die heißt ausgeräumte, strukturlose Landschaft. Und das ist die Rechtfertigung dafür, dass diese Gebiete so reingesetzt werden, wie sie da sind. Also es ist unter Natur, also es ist, sind hochfruchtbare Böden, überwiegend ja, Ackerlandschaft, ganz wenig Naturschutzgebiete, und Wald befindet sich praktisch auch nur auf den Höhenzügen. Und in diesem komplizierten Verfahren, diese Flächen zu ermitteln, da steht es eben so, also jede einzelne Fläche dann bewertet, eben so eine Fläche zum Beispiel hier, und da steht eben diese Formel, diese Fläche ist ausgeräumt und strukturlos, und der Strukturlose bezieht sich wohl auf die Vegetation, aber es bezieht sich nicht auf die Topografie, auf diese Geländeformation. Und dieses ostbraunschweigische Hügelland, also ich komme ja aus den Alpen, aus Österreich, habe bestimmte Maßstäbe für Landschaftsempfinden und finde doch, dieses ostbraunschweigische Hügelland hat eine ziemlich interessante Topografie, nämlich Sie sehen hier da das große Bruch, das ist ein Urstromtal, und diese grünen Flächen sind alles zugleich eben auch Höhenzüge, und die Landschaft fällt eben sowohl vom Norden als nach Süden hin zu diesem großen Bruch ab, und man hat von all diesen Höhenzügen ist diese Landschaft wahnsinnig gut einsehbar, also man sieht all diese Windenergiegebiete, es gibt fast keine Standorte, von denen man kein Windenergiegebiet sieht, an manchen sieht man drei Windenergiegebiete drei Windenergiegebiete, und man muss auch sehen, dass diese Windenergiegebiete ungewöhnlich groß sind, nämlich bis 400, also zum Teil haben die zwischen 300 und 400 Hektar. Also es gibt in Niedersachsen Regionen,
Die haben, da werden nur Windenergiegebiete ausgewiesen, die haben maximal 150 Hektar. Ja, und nun ist die Frage, wie soll man das überhaupt bewerten, ästhetisch? Also sicher ist es so, auch wenn die Landschaft aus naturschutzfachlicher Sicht wenig wert ist, ist es eine hochempfindliche Landschaft wegen ihrer Einsehbarkeit, wo man sich sehr genau überlegen muss, wie man diese Windenergiegebiete in dieser Landschaft anordnet. Wahrscheinlich ist es, also es sind für mich alles, was ich sage, ist eigentlich immer, ich befinde mich ständig in einem Urteilsbildungsprozess und das kann sich dann auch wieder ändern. Aber erstmal denke ich, dass es schon ganz gut ist, diese Entscheidung da in der Nähe des großen Bruchs, in diesem Urstromtal, größere Windenergiegebiete reinzusetzen, weil sie eben diese Weite dieses Landschaftsraums auch doch auf interessante Weise strukturieren können. Problematisch ist allerdings, wie diese einzelnen Windenergiegebiete aussehen, also wie die dann zugeschnitten sind und wie sie zur jeweiligen Topografie sich verhalten. Es ist nämlich eine Hügellandschaft, also wellig. Ja, und es ist eine Fließbewegung. Wenn man zum Beispiel da am Elbrand steht oben, fließt die Landschaft ja über diese Hügel dahin. Es ist zum Teil auch ganz schön, dass sie eben auch ausgeräumt ist, weil man eben einen weiten Blick hat. Und insofern könnten diese Windenergiegebiete ja durchaus auch eine wichtige Funktion haben. Allerdings stehen diese Windenergiegebiete zum Teil auf Bereichen, die in sich auch eine stark bewegte Topografie haben, nämlich Höhenunterschiede von 40 Metern, sodass sich auch die Frage stellt, wie stehen überhaupt Windenergiegebiete, auf welcher Fläche stehen die eigentlich auch? Wie man als Landschaftsarchitekt, als Architekt überlegt, wie setze ich ein Haus in den Hang, wie setze ich das in die Topografie, so muss man natürlich sich auch hier überlegen, wie setze ich das, wie setze ich Windenergiegebiete, die ja keine verbindende Bodenplatte haben, wie ein Haus, wie setze ich die zu einer hügeligen Landschaft in Beziehung. Und das ist, und das wird wenig reflektiert. Da muss man sich natürlich auch überlegen, es ist ja so, in diesem Landschaftsgutachten wurde gesagt, also zum Elm sollen 5 Kilometer Abstand eingehalten werden. Das ist dann durchbrochen worden, aber es sieht jetzt so aus, als ob praktisch der Elm kreisförmig, nee, nicht kreisförmig, aber so rundherum von Windenergiegebieten flankiert wird. Und da muss man sich fragen, ist das jetzt irgendwie, gilt so eine An-, ist, also ist es eigentlich eine letztendlich sehr schematische Anordnung, die der Vielfältigkeit dieser landschaftlichen Strukturen ja in keiner Weise rechnen trägt. Also über dieses Bild könnte man wahrscheinlich, kann man eine ganz lange Auseinandersetzung führen, was landschaftsästhetisch bedeuten könnte. Der Elm ist dieser Grundzug oder was ist der Elm? Ja, dieser ja. Ja, dieser mittlere, dieser größte Höhenzug. Für die Gegend, da haben wir was zu tun. Muss ich da hier drauf gehen? Egal, wir wissen es. Ja. Ja. Ja, also das andere war jetzt das, was der Zweckverband Großraum Braunschweig so macht und was schon seit längerer Zeit absehbar war, in welche Richtung das geht. Und wir haben festgestellt, dass es eigentlich keine Möglichkeiten gibt, mit dem Zweckverband Großraum Braunschweig dazu ins Gespräch zu kommen, mit den Politikern nicht, weil immer gesagt wird, ja, das Verfahren muss gerichtsfest sein, also das
es könnten Investoren kommen, die dann irgendwas dann einklagen, die kein Windenergiegebiet abbekommen haben. Das heißt, also wir können uns über landschaftsästhetische Belange gar nicht unterhalten, denn im Vordergrund steht diese Gerichtsfestigkeit. So, und es ist auch sehr schwer mit der Bevölkerung über ästhetische Belange zu diskutieren. Also diese Karte, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, die habe ich erst seit einem halben Jahr erstellt. Also das ist natürlich eine wichtige Gesprächsgrundlage, aber da muss man überhaupt erstmal drauf kommen, dass man vielleicht solche Karten anfertigen muss, um das thematisieren zu können. Jedenfalls haben wir festgestellt, wir von der Evangelischen Akademie stehen vor Grenzen und haben gedacht, wir brauchen jetzt unbedingt Entwurfsideen, Entwurfsstudien und sind deshalb eben an Hochschulen herangetreten und haben gefragt, ob sie eben für unsere Region da Entwurfsstudien machen könnten. Und das ist uns auch gelungen, zum einen mit der Fachhochschule Frankfurt, mit den Studiengängen Architektur und Architektur einerseits und Umweltmanagement und Stadtplanung in Ballungsräumen. Und dieses Projekt wurde betreut von Frau Professor Dr. Maren Harnack und von Herrn Professor Jean Heemskerk. Und das zweite Projekt heißt, das eine heißt Enerscape Transformation der Energielandschaft am Lappwaldsee und das zweite heißt Windkraft am grünen Band. Und das haben wir zusammen gemacht mit dem Institut für Freiraumentwicklung an der Leibniz-Universität Hannover mit Professor Martin Prominski und Börjes von Detten und Anna Schwinge zusammen. Und diese beiden Projekte ergeben sich in diesen beiden Projekten, mit denen wir jetzt vorstellen. Hier nochmal die Karte ohne diese Windenergiegebiete, nur um nochmal um die Räume zu verdeutlichen, die wir mit den Unis zusammen bearbeitet haben. Das schwarze Gebiet, also einmal das erste Projekt, mit dem ich auch anfangen würde, bezieht sich auf diesen schwarzen Kreis, das ist eine Bergbaufolgenlandschaft. Da ging es darum, überhaupt sich mit einem einzelnen Gebiet auseinanderzusetzen. Und das zweite Projekt geht darum, sich mit der Windenergieentwicklung entlang des grünen Bandes auseinanderzusetzen. Das grüne Band sehen Sie, habe ich hier eingezeichnet. Das ist der ehemalige Dode-Streifen an der Grenze zur ehemaligen DDR. Und wie Sie ja vorhin gesehen haben, sollen da viele Windenergiegebiete bestehen. Und da war dann die Überlegung, auch mal einen großräumige Entwurfsstudien zu machen. Ja, das nochmal, um die Situation dieser ganzen Gegend zu verdeutlichen, die ist ja zum einen durch den Braunkohletagebau ziemlich ins Hintertreffen geraten und dann natürlich eben durch die Lage im sogenannten Zonen. Randbereich, also die Bevölkerung in Braunschweig kennt zum Teil diese Ecke gar nicht, weil die doch irgendwie noch ziemlich negativ besetzt ist und es ist auch ein ziemlich wirtschaftsschwacher Raum, deswegen da natürlich auch ein großes Interesse besteht, also schon allein aus wirtschaftlichen Gründen, möglichst viele Windenergiegebiete unterzubringen. So, jetzt kommen einige Studienarbeiten zu diesem Projekt Enerscape-Transformation der Energielandschaft am Lappwaldsee. Hier nochmal die Strukturen. Das Graue auf der rechten Abbildung ist die Stadt Helmstedt. Das Grüne sind dann die Wälder. Hier unten an der Ecke sieht man nochmal den Elm. Und dazwischen diese Bergbaufolgelandschaft, die sich schon in einem Rekultivierungsprozess befindet. Und bei der See rechts geflutet wird und ob dieser See da oder diese Grube bei Schöningen geflutet wird, das ist noch unklar. Ja, und das sind die Planungen, auf dem Brechen sind sie auch zur Rekultivierung, die nicht sonderlich fantasievoll sind. Trotzdem will sich die Region mit diesem sogenannten Lappwaldsee touristisch profiliert, sodass die Fragestellung dann war, wie könnte ein
tourismusverträgliche Windenergienutzung in dieser Region aussehen oder in diesem Bereich aussehen. Und auf dieser Abbildung links sehen Sie praktisch diese Tagebaue, diese Strukturen der Tagebaue in dieser Landschaft. Und diese Rekultivierung orientiert sich ja auch ganz schön an diesen Tagebaustrukturen, die aber durch diese Wälder, die dann, oder Waldgebiete, die dann entstehen sollen, ja, so verfischt werden sollen. Hier nochmal, es ist jetzt schon die erste Arbeit von Nicola Schröter zum Morphing Landscape. Und links sehen Sie nochmal hier einen Tagebau und dann rechts das untere Bild, die rekultivierte Landschaft, wobei ja auch ein Teil dieser Ackerflächen wieder als Ackerflächen benutzt werden sollen und im Hintergrund das Kraftwerk Buschhaus, das jetzt in diesem Jahr abgeschaltet werden soll, im nächsten Jahr abgeschaltet werden soll. Rechts sehen Sie den Entwurf. Dahinter stand die Idee, dass dieses Gelände jetzt nicht so wieder beschönigt werden soll, im Sinne, man lässt alles zuwachsen und man macht das vergessen, dass diese Landschaft über Jahrzehnte doch irgendwie schrecklich ausgesehen hat, sondern es geht irgendwie darum, doch, also der Ansatz ist, dass gerade diese Strukturen dieser Tagebau ziemlich interessant sind und dass man die auch erhalten soll und dass es eben um eine Transformation von Energielandschaften geht und dass eben jetzt mit den erneuerbaren Energien aber ein Gestaltungsanspruch eingelöst werden soll. Die Idee war jetzt, diese Tagebaue mit Rundwegen zu versehen und in einem Bereich der Tagebaue mit dem so ein Raster zu legen und praktisch einzelne Energiefelder zu schaffen, und in jedem Energiefeld steht in der Mitte ein Windrad. Diese Verteilung dieser Windräder orientiert sich an Abstandserfordernissen von Windenergieanlagen, dass eine optimale Energieausbeute gegeben ist. Dann sollten jedes Energiefeld durch Baumreihen gerahmt werden, und wenn man dieses Raster dann sieht, entstehen ganz, ganz lange Bahnreihen, die eben die Weite dieser Landschaft verdeutlichen sollen, die durch diesen Braunkohletagebau entstanden ist. Also diese wahnsinnige Weite dieser Tagebaulandschaft. Es sind hier auch, mussten zwei Orte aufgegeben werden, und es ist eben so, dass zwischen den Höhenzügen Elm und Lappwald wirklich ein riesiger Raum entstanden ist, der auch ja, eben durch Windenergieanlagen gefüllt werden konnte. Im Detail jetzt hier die Detailplanungen. Es ist auch gedacht, dass jedes einzelne Energiefeld anders genutzt werden könnte, entweder eben als Parkfläche oder für den Anbau von Energiepflanzen, und dass hier jedes Feld eben auch irgendwie unterschiedlich in Abhängigkeit von der örtlichen Situation ausgestaltet werden könnte. Frau Benecke, ist es für Sie okay, wenn Sie 10 Minuten noch haben? Ja. Ja, okay. Ja, und hier so sieht eine Perspektive aus. Der nächste Entwurf ist erheblich schlichter und sehr pragmatisch. Er baut, das soll ich vielleicht mal vorab zeigen, auf einem Raster auf, das über die Landschaft gelegt wurde, eben auch unter Windenergieausbeuteoptimierungsaspekten. Und aus diesem Raster wurden dann Energieschneisen abgeleitet, die dann praktisch durch Waldgebiete über Felder hindurchgelegt werden. Und es ist eine sehr strenge Lösung, aber ich finde, es ist eigentlich auch ein ganz guter Ansatz,
um praktisch so eine langfristige Ausbauplanung für Windenergie ja schon jetzt ins Auge zu fassen. Hier eine Lösung, in der auch Solarflächenanlagen berücksichtigt wurden. Also es ist eine Mischung von Windenergienutzung, Energiepflanzenanbau und dann an den Rändern sind so Solarenergieanlagen angebaut. Also eine konzentrierte Technisierung der Landschaft, die eben auch mit einem Gestaltungsanspruch verbunden ist und in dem eben so Streifen gebildet wurden, die diese Räume in Ost-West-Richtung verbinden. Es gibt einen anderen Ansatz, oder die Studierenden haben einen anderen Ansatz noch gewählt. Es kann nicht nur darum gehen, die Windenergiegebiete zu gestalten, sondern sich auch mit den Rändern zu befassen. Und eine Möglichkeit ist, das ist ein Entwurf für einen Park am Rande eines Windenergiegebietes, also dass diese Öle zwischen Siedlung und Windenergiegebiet aufgelöst wird, indem man auch die Räume dazwischen gestaltet. Und hier ist eine Parklandschaft gestaltet worden unter bestimmten Themen. Aber ich will jetzt einfach nur mal so Darstellungen zeigen. Es ist der Versuch, dann Architekturen so reinzusetzen und das auch im Kontext des bestehenden Windenergiegebietes im Hintergrund so zu sehen. Also wie kann Architektur und Landschaftsarchitektur zusammengehen? Hier ist das ist ein Vorschlag auch für diesen Park. Nämlich wie können Solaranlagen in einen Park eingefügt werden. Und dies hier sind Weinanbauflächen und auch Solaranlagen dazwischen gestellt und das auch in einem hängigen Gelände angeordnet. Das ist ein Entwurf, der befasst sich mit dem Rand des Windenergiegebietes und zwar künstlerisch, und es ist so, dass die innerdeutsche Grenze durch diese Tagebaulandschaft geht, und da war die Idee, eine Attraktion am Rande des Windenergiegebietes zu schaffen, eine Installation, also die diese Besonderheit verdeutlicht, dass die Grenze praktisch in diesen Tagebau reingegangen ist, mitten durch den Tagebau gegangen ist. Und man geht die Grenze, geht in den See rein und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Und das war der Versuch einer künstlerischen Installation am Rande. Jetzt zum zweiten Projekt, Windkraft am grünen Band. Da haben wir diesen Abschnitt hier zwischen Hessen und Matthias Zoll einerseits im Süden und dann oben Helmstedt-Marienborn bearbeitet. Und es ging bei diesen Projekten immer darum, nicht nur wie stelle ich die Windenergieanlagen auf, sondern wie kann ich da die mit landschaftskonzeptionellen Überlegungen insgesamt verknüpfen. Und es ging natürlich eben auch darum, dieses grüne Band ist ja für die Region sehr wichtig, ist von den wichtiger Tourismusfaktor sein und dass das eben gelungen zusammengeführt wird, also praktisch naturschutzfachliche Sicherung der Flächen in Verbindung mit Windenergieanlagen im Umfeld. Das hier kurz ein Bild zu den dortigen landschaftlichen Strukturen. Hier unten sieht man auch, dass man aus diesem ostbraunschweigischen Hügelland auch auf den Harz gucken kann, was ja auch ein wichtiges ästhetisches Moment ist. Hier kulturelle Anknüpfungspunkte im Umland. So, und ein Entwurf befasst sich mit Bandstrukturen, hat einerseits das grüne Band als wichtigen Faktor, gibt es eine Bahntrasse, die stillgelegt wird, die als Radwegeverbindung benutzt wird und eben das Windrad, und dass man diese Bänder zusammen gestalterisch verknüpft
Und an den Schnittstellen gibt es dann besondere Orte. Die Arbeit heißt Grenzerfahrung, die Namen sehen Sie hier. Und hier das grüne Band mit dem Kolonnenweg und in Verbindung hier eine Visualisierung mit dem Windband. Hier diese stillgelegte Bahntrasse, wo die Bahntrasse dann als Fahrradweg genutzt wird und daneben das Windband geführt wird. Ja, hier, wir haben so eine lineare Anordnung von Windenergieanlagen verdeutlicht. Ja, und hier geht noch das Windband durch einen gefluteten Tagebausee. Ja, und das sieht dann im Gesamtplan so aus. Die nächste Arbeit, Grenznähte, da geht es darum, geht es darum, das Auseinanderfallen oder die Trennung der Landschaft und auch des landschaftlichen Zusammenhangs durch die Mauer, diese Trennung wieder zu vernähen, das ist dahinter. Ich klicke das mal jetzt alles durch und zeige die Lösung, wie sie sich wie die Windenergiegebiete in die Landschaft gesetzt werden sollen, nämlich als Nähte, die hier in Doppelreihen in die Landschaft gestellt werden. Windenergiegebiete, die als Doppelreihen in die Landschaft gestellt werden. Das finde ich einen ziemlich interessanten Ansatzpunkt, den ich sehr diskussionswürdig finde, zum Beispiel eben im Gegensatz zu dieser schematischen Teilung, die der Zweckverband Großraum Braunschweig vorgestellt hat. So, und diese Arbeit, längster Park der Welt, dahinter steckt die Idee, dass man diese Windenergienutzung auch mit dieser Parkidee, parklandschaftsartigen Landschaften verbinden könnte. Das haben die versucht einzulösen. Das zeige ich jetzt auch nur anhand dieses Plans. Sie sehen, wir haben die Windräder, die sind diese roten Punkte, relativ nah an dieses grüne Band gelegt. Und es findet eine Landschaftsentwicklung, nicht nur bezogen auf das grüne Band, was der Naturschutz jetzt so im Sinn hat, sondern dass man die immer darüber hinaus entwickelt, diese Landschaften in diese ausgeräumte Landschaft hinein, dass eben durch dieses ostbraunschweigische Hügelland auch sich von Norden nach Süden so eine Parklandschaft zieht. Das jetzt soweit zu den Entwürfen und jetzt ein Fazit in drei Punkten. Ja, wir meinen, die Energiewende bedingte Technisierung der Landschaft muss sich einem ästhetischen Anspruch unterstellen. Zweitens müssen wir uns fragen, wie können wir zu einem Verfahren kommen, mit der eine Energiewende bedingte Verbauung von Landschaften mit unterbunden wird und wie können wir auf eine Inwertsetzung von Landschaften durch erneuerbare Energien hinwirken. Ja, und drittens meine ich, was ganz dringend ist, wir brauchen Entwurfsszenarien, die sich landschaftskonzeptionell mit dem Ausbau der Energie, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und mit der Technisierung der Landschaft auseinandersetzen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.